Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Dieter featuring Bohlen von Dieter Bohlen in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dieter featuring Bohlen von Dieter Bohlen, das Ganze am vergangenen Freitag, den 5. Juli erschienen. Wir haben hier die Vinyl Edition, um genauer zu sein, die Picture Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier einschneiden. Und dann lässt sich das hier wunderbar abziehen. So, und wir haben dann hier noch einen Sticker. Hier lesen wir: The new album Dieter featuring Bohlen, exklusive 12-inch Picture Vinyl Limited Edition. Und so werden dann wohl die beiden Seiten der Vinyl aussehen. Alles klar. Hier auf dem Cover haben wir natürlich den Pop-Titan himself. Dieter Bohlen hier in einer schwarzen Lederjacke und Jeans, darunter ein weißes Hemd. Und wie man Dieter Bohlen natürlich kennt, ist auch diese schwarze Lederjacke hier von, hier kann man sehen, Camp David. Ja, hier oben lesen wir Tour Edition Dieter featuring Bohlen. Also das Album heißt tatsächlich so, Dieter featuring Bohlen, das Mega-Album. Alles klar. Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal den Albumtitel und darunter das Mega-Album und Tour Edition stehen. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier den Herrn Bohlen mit einer Gitarre lässig über die Schulter geschwungen und er dürfte sich hier irgendwo am Ufer eines Sees oder eines Meeres aufhalten. Wir haben hier die Tracklist abgedruckt und zwar haben wir hier 6 Tracks auf der A-Seite und 6 Tracks auf der B-Seite. Allesamt in neuer Version, also die neue Dieter Bohlen Version, New DB Version nennt sich das Ganze, produziert von Dieter Bohlen, also angeblich wurden die alle nochmal irgendwie neu produziert und neu eingesungen, neu interpretiert. So sieht das aus, hier haben wir dann noch die Credits und einen Barcode und hier rechts unten ist das Ganze durchnummeriert und zwar ist diese Vinyl auf 3000 Stück weltweit limitiert. Und ich habe in diesem Fall Nummer 2936. So, dann schauen wir mal hinein. Weiter ist hier nichts zu sehen. Wir haben hier eine schwarze Papierhülle und in dieser finden wir dann die Picture Vinyl vor. So sieht das aus. Die A-Seite in dieser Pose, wie auch schon das Albumcover. Dieter Bohlen hier mit seinem strahlenden Lächeln, A-Seite 33 Rounds per Minute und auf der Rückseite der B-Seite sieht das Ganze dann so aus, also hier wieder diese Szene, die wir von der Rückseite des Covers kennen, die Gitarre auf der Schulter und hinter ihm der Sonnenuntergang. Ja, also wie gesagt, 12 Lieder gibt es hier, 6 auf der A-Seite und 6 auf der B-Seite. Das Ganze kommt auf dieser Picture Vinyl und das alles gibt es hier in dieser wunderbaren Picture Vinyl, in dieser Vinyl Edition von Dieter featuring Bohlen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dieter Bohlen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.